habe euch ja gesagt, dass ich euch ein paar Zuckeralternativen vorstellen wollte. Und in meinem letzten Video, das ging über Xylit oder Zucker, das war das erste Video zu dem Thema, habe ich euch auch gesagt, dass ich eigentlich trotz langer Suche keine richtig gesunde Alternative bisher finden konnte. Die haben alle immer ein bisschen Nachteile, zumindest im Geschmack, meistens auch in der Wirkung. Und deshalb betrachte ich es eher so als kleineres Übel. Also wenn ich schon naschen möchte, dann nehme ich so eine Alternative. Die ist ein kleines bisschen gesünder und richtet nicht ganz so viel Schaden an wie Saccharose. Aber ja, das Paradies habe ich leider immer noch nicht gefunden. Wenn ihr da irgendwas hört, ich probiere gerne neue Sachen aus und berichte dann darüber. Also schreibt mir, wenn ihr was gefunden habt. Gut, heute habe ich mich entschieden, ich werde euch Stevia vorstellen. Stevia kennen mittlerweile bestimmt die meisten von euch, haben das vielleicht auch schon mal probiert und sind irgendwie nicht ganz so zufrieden oder finden es ganz toll. Ich finde, man muss sich da so ein bisschen rantasten. Ich habe einiges ausprobieren müssen, bis ich so meinen Frieden mit Stevia geschlossen habe. Aber der Gedanke an diese Pflanze hat mich schon immer fasziniert. Ich habe das erste Mal davon gehört, das war in der Sendung Hobbythek von Jean Pütz. Das ist, ich weiß nicht, 15 Jahre her. Da hat er Stevia vorgestellt und hat dann versucht, es auf den Markt zu bringen. Aber es wurde relativ schnell boykottiert und er musste es wieder vom Markt nehmen. Ich habe dann in der Zeit versucht, dran zu kommen übers Ausland. Das hat auch funktioniert. Und später gab es dann Stevia auch hier im Bioladen zu kaufen, aber dann stand immer so ein kleiner Beitrag drauf, das ist ein Badezusatz und kein Lebensmittel. Also das durfte nicht erwähnt werden, dass man es als Lebensmittel benutzen konnte. Ich finde, es gab immer ein kleines bisschen komisches Gefühl, aber das hat trotzdem funktioniert. Ich hatte es damals in Pulverform, das war immer ein bisschen gestreckt mit so Füllstoffen. Das nehme ich mittlerweile nicht mehr, weil ich das eigentlich nicht so gut finde. Ich weiß nicht genau, was das alles ist, was da drin ist. Da ist nur ein ganz kleiner Teil Stevia und das gefällt mir eigentlich nicht so gut, diese ganzen Füllstoffe zu essen. Deswegen kann ich euch das Produkt gar nicht zeigen. Vielleicht erkläre ich euch erstmal, was Stevia überhaupt ist. Stevia ist eine Pflanze, die in Südamerika vorkommt. Dort ist Stevia schon seit Ewigkeiten bekannt. Seit Hunderten von Jahren nimmt man das da zum Teesüßen. Zu uns ist es erst viel später gekommen und 2011 ist es eigentlich erst als Lebensmittel zugelassen worden. Das fällt unter das Novel Food Gesetz und diese neuen Lebensmittel, die werden alle immer ein bisschen mit Vorsicht behandelt. Ob das jetzt so ist, weil es so eine große Konkurrenz ist zu Zucker. Japan zum Beispiel nutzt das schon großflächig, also da wird es ziemlich viel eingesetzt und es ist eine echte Konkurrenz geworden. Es kann sein, dass da die Zuckerlobby zu stark ist, aber das sind alles Verschwörungstheorien, da will ich mich jetzt nicht drauf einlassen, obwohl ich da so meine Gedanken dazu habe. Ja, Stevia ist extrem süß, 450-fache Süßkraft von Saccharose und das macht es auch sehr schwierig, es einzusetzen, weil die normalen Rezepte gehen da nicht mehr. Also die Masse von Zucker fehlt halt. Wenn man 100 Gramm Zucker in einen Kuchen gibt, kann man natürlich nicht 100 Gramm Stevia-Granulat dazugeben. Vielleicht das Granulat mit der Streckung mittlerweile schon, aber zumindest nicht pure Stevia. Deshalb muss man eigentlich ein bisschen dran rumbasteln, damit ja, die Rezepte wieder funktionieren. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe getrocknete Blätter benutzt, weil ich diesen Füllstoff nicht haben wollte. Und habe dann auch versucht, irgendwie ein bisschen herbere Kekse zu backen mit Rosmarin und Lavendel. Aber die Blätter sind so extrem bitter gewesen, das hat nicht funktioniert. Das, was ich jetzt benutze, ist folgendes Produkt. Das habe ich mir auch aus dem Ausland mitgebracht, aber ich glaube, sowas kann man mittlerweile auch hier kaufen. Das ist quasi ein flüssiger Stevia-Extrakt. Der ist auch mit verschiedenen anderen Mitteln gestreckt und haltbar gemacht. Aber ich zeige euch doch mal, da ist so eine Pipette drin. Und ich benutze da einen Tropfen hier, so wenig, für ungefähr, naja, es hat die Süßkraft von einem Teelöffel bis einen Esslöffel Süße, ungefähr dazwischen. Also man braucht
Ich brauche wirklich nicht viel, weil ich auch nicht mehr so stark an süß gewöhnt bin mittlerweile. Mir reichen ganz häufig schon ein bis zwei Tropfen und dann denke ich, ist diese Zusätze, die da drin sind, so verschwindend gering, dass ich denke, okay, das geht, das mache ich. Ist vielleicht auch ein bisschen Augenwischerei, aber ja, ich denke, das funktioniert so, für mich zumindest. Ja, eine ganz andere Alternative habe ich vor einer Weile festgestellt, ist die Stevia-Pflanze. Und die will ich euch jetzt nochmal zeigen. Mein Stevia-Pflänzchen. Tada! Sagt Hallo zu diesem Pflänzchen. Es ist so ungeschickt gerade zu zeigen. Die steht in so einem großen Topf. Und im Moment ist sie eigentlich auf dem Balkon. Und da hole ich mir immer mal so ein Blatt. Und wenn ich mir einen Smoothie zum Beispiel mache, wo ich nicht so viel Obst reingeben möchte, dann süßt dieses Blatt ziemlich gut. Also ich bin ganz zufrieden. Die ist auch ziemlich abgegrast hier hinten schon. Sieht man das? Ja, genau. Aber da seht ihr, ich kann jetzt gerade nicht hinzeigen, weil der Topf so schwer ist. Überall da, wo ich ein Blatt abgemacht habe, kommen langsam schon neue nach. Und ja, die ist sehr ergiebig. Und ich muss auch nicht sehr viel tun als regelmäßig gießen und ab und zu mache ich mal so ein bisschen Biodünger dran. Sie hält sich ziemlich lange schon und ich finde, das ist echt die Möglichkeit, um mit einem gesunden, grünen, unverarbeiteten Lebensmittel etwas zu süßen. Auch die Blätter haben die Eigenschaft, dass wenn man zu viel nimmt, dass es manchmal auch ein bisschen bitter wird. Und ich habe damit gebacken, habe ich noch nicht. Frische Sachen mache ich damit. Also, und wenn man jetzt zum Beispiel so helle Lebensmittel macht, also wie zum Beispiel so ein Chia-Pudding oder irgendwas anderes, was hell ist, dann hat es halt den Nachteil, dass es grün wird. Aber ich bin mittlerweile so an grüne Farben gewöhnt, dass ich das auch nicht so tragisch finde. Ja, habe ich dazu alles gesagt? Nein, habe ich noch nicht. Mir ist nämlich noch was eingefallen. Und zwar finde ich einen guten Tipp, und jetzt passt mal auf, nicht einfach nur mit einer Art zu süßen. Also gerade besonders bei Stevia. Nutzt Stevia, auch wenn ihr so ein Gel hier benutzt zum Beispiel, nutzt Stevia, um so eine Grundsüße in das Lebensmittel zu bekommen. Und für den Geschmack nehmt einen anderen Zucker. Also ich finde, das ist ein super Tipp, weil es gibt noch so ein paar andere Zucker-Alternativen, die ich später noch vorstelle. Davon ist eine zum Beispiel Reissirup. Reissirup hat so einen ganz tollen karamelligen Geschmack. Der hat den Vorteil, dass er überhaupt gar keine Fructose enthält, sondern einfach nur Glucose. Und wenn ihr die Grundsüße mit Stevia nehmt und dann noch irgendwie so ein, zwei Teelöffel von dem Reissirup, dann habt ihr so einen karamelligen Geschmack dazu. Da könnte man vielleicht auch Kokosblütenzucker nehmen oder ja, vielleicht auch Agavendicksaft, aber da bin ich auch nicht so ein großer Fan. Aber wenn es jetzt nur um den Geschmack geht, ich meine, es geht ja darum, dass man einfach ein bisschen einschränkt, dass man nicht mehr ganz so viel von diesem normalen Zucker nimmt. Also, wenn ihr die Grundsüße mit Stevia nimmt und dann für den Geschmack nochmal einen anderen Zucker, dann seid ihr schon auf einer viel besseren Seite, als wenn ihr komplett nur Saccharose nehmt. Also, ich finde, das ist ein ziemlich guter Tipp. Damit helfe ich mir doch ganz häufig.